Hallihallo, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu The Secret of Monkey Island. Mit mir, Elena, und Guybrush Threepwood. Kann so ein paar schwere Namen haben. Ja, wir sind hier in der Scamba und haben schon mit den schrecklich wichtigen Piraten geredet. Und wollen jetzt in die Küche, aber... Hey! Du darfst hier nicht rein! Halt, stopp! Hey, bleib mir aus der Küche raus! Sure. Geh doch. Geh doch, du Opfer! Du geh doch, ey! Blub! Sieht wie eine fleischartige Masse aus. Mi gusta. Ich weiß gar nicht, ob der Koch wiederkommt. Mit einem Topf. Blub. Geht. Im Topf. Da hat jemand Kopfsalat drin zubereitet. Nimm Topf. Blub. Im Topf mit einem Topf. Das tue ich lieber nicht da rein. Dann kann man das Fleisch so nehmen. Aua! Haps! Fleisch eintopfen. Fass. Oh, sieht ja gut aus hier. Da ist dieses Zeug drin, was die Piraten trinken. Der Grog, auch schön. Oh, ein Knack- und Backmännchen. Oh, süß. Scheiß Möwe, du. Sieht wie ein Hering aus. Ich glaube, der Vogel pickt mir die Hand ab. Tritt Vogel weg. Ach ja, so war das. Verpiss dich, du scheiß Möwenkackvieh. Achso, ich muss das dann schnell nehmen. Oh, nehmen, du Hornochs. Della Hornochs. Scheiß Möwe. Hast jetzt nichts mehr, wa? Da guckst du aber blöd. Ja. Haha. Jetzt guckst du wirklich blöd. Jetzt haut sie ab. Verpiss dich! Wenn ich dich erwische. Ja, als ich ganz klein war, habe ich mir auch mein Eis am Strand gekauft. Und dann bin ich da rumgelaufen mit meinem Eis am Stiel. Und dann habe ich einmal kurz zur Seite geguckt und dann kam eine Möwe und hat mir mein halbes Eis aus der Hand weggefressen. Das ist einfach so vorbeigeflogen. Mein armes Eis, habe ich geweint, habe ich ein neues bekommen. War ja auch voll unfair. Habe ich jetzt alles? Ja. Glaube schon. Kombiniere alles mit allem. So. Dann gehe ich mal. Wir werden mal alles noch ein bisschen auskundschaften. Huch! Inzwischen. Tief unter Monkey Island liegt das Geisterpiraten... LeChuck in seinem... Schiff des Geisterpiraten. Ach so. Nicht vorlesen, ey. Captain LeChuck, ich... Ich geh doch nur so bei den Hasen hören, wenn der... der eine mir unten durchs Haar weht. Nein, Captain, es gibt nichts Schöneres. Das wird groß geschrieben. Captain, ich... An einem Tag wie heute muss man doch richtig froh, ist man doch richtig froh, tot zu sein. Oh ja, Captain, froh, tot zu sein. Bist du doch froh, tot zu sein, oder? Oh ja, Captain, ich bin so froh, dass sie gerade mein Schiff gekapert haben. Mich und all meine Leute ermordet haben. Ja, Captain, so froh. Freut mich zu hören. Nun, weswegen hast du mich gestellt? Ich muss noch eine Stimme für den finden. Ah, Captain, also sehen Sie, wir haben vielleicht ein Problem auf Millie Island. Problem? Was für ein Problem kann es geben? Was zum... Ich habe diese Piraten, der hat noch auf der See eingeschüchtert, dass es noch niemals einen Bart mehr nehmen war. Also, scheint einen neuen Piraten in der Stadt zu geben. Eigentlich nur ein Piratenanwärter. Jung. Ohne Erfahrung.
Wahrscheinlich muss man sich keine Sorgen machen. Weiß gar nicht, warum ich sie damit belästigt habe. Ich kümmere mich selbst darum. Warte. Ich werde das persönlich regeln. Meine Pläne sind zu wichtig, um von Amateuren vermasselt zu werden. Ah, ich weiß nicht, wie ich ihn spreche. Jawohl, Captain. Das klingt ja wunderbar verlockend. Ich freue mich schon. Ach ja. Ach, das ist schön. Ich liebe das Spiel. Geh zum Bürger von Mili. Entschuldigen Sie, haben Sie einen Vetter namens Sven? Well? Nein, aber ich habe einen Friseur namens Dominique. Na dran. Reden wir übers Geschäft. Willst du ein A kaufen? Willst du eine Karte? Zeig den Weg zum verlorenen Schatz von Monkey Island. Es gibt nur eine einzige. Einzige wird groß geschrieben. Wertvoll. Sehr wertvoll. Für dich nur 100 Goldstücke. Nein, danke, ich habe nicht genug Geld. Das war jetzt wahrscheinlich das Falsche. Na dran, zisch ab. Du bist schlecht fürs Geschäft. Gib mir die Karte. Entschuldigen Sie, aber... Oh, du bist es wieder. Du bist wegen der Karte zum verlorenen Schatz von Mili Island wiedergekommen, wie? Hast hoffentlich diesmal genug Geld dabei. Nein, danke, die will ich nicht. Nicht genug Geld, wie? Komm wieder, wenn du es mit deiner Schatzsuche ernst meinst, Junge. Ich will mit dem Papagei reden. Zum Glück stottere ich nicht. Warum ist ja keine Musik? Okay, dann halt nicht. Ich erstmal hier rein. Wag! Okay. Ein wenig Tür. You don't say. Mal sehen, ein Glas mit Fledermauskot, eine Schachtel mit Gräten sortiert, ein Streuer mit Affenschuppen und ein paar Katzenknöchel. Katzenknöchel? Wie barbarisch. Arme Hühner. Was mag wohl in diesen Körben sein? Eigentlich bin ich nicht so scharf drauf, da reinzugucken. Ich aber. Vielleicht sind giftige Schlangen da drin. Huhn. Ein Gummihuhn mit einem Karabinerhaken. Wofür mag das wohl gut sein? Kann ich das nehmen? Ja, Gummihuhn. Vielleicht wird niemand eine Kleinigkeit vermissen. Okay. Hauptsache, ich habe deine geklaut. Moment, kann ich dir helfen, Junge? Warte, sage nichts, gar nichts. Ich kenne deinen Namen, ich kann deinen Namen spüren. Er ist Guybrush. Guybrush knows her. Nein. Threepwood. Guybrush Threepwood. Habe ich recht. Knows her ist besser. Stark, haben Sie noch andere Tricks drauf? Ich brauche keine Tricks. Ich kenne nur die Wahrheit. Also, deine Gedanken teilen mit mir mit, dass du an deiner Zukunft interessiert bist. Bist du sicher, dass du das wirklich willst? Ja, sagen Sie mir alles, was passieren wird. Spoiler mich. Ich habe eine Vision. Wow, Special Facts. Ich sehe dich auf einer Reise, einer Langreise. Du bist der Captain eines Schiffs. Ja, ich sehe... Was? Was sehen Sie? Ich sehe einen riesigen Affen. Huch! Ich sehe dich im Inneren dieses Affen. Wie geht's? Warte.
Ich wackel mit meinen Brüsten. Es wird noch klarer. Deine Reise wird mehrere Teile haben. 3. Du wirst Dinge sehen, die man nicht sehen sollte. Und du wirst Dinge hören, die man nicht hören sollte. Du wirst Dinge lernen, die man nicht wissen sollte. Was für Dinge? Ich hasse Überraschung. Nein! Dafür ist die Zeit noch nicht reif. Wenn du deine Bestimmung kennst, komm wieder. Dann werde ich dir alles erzählen. Oh. Huch! Wie sie einfach mal so... Okay. Dann gehe ich wieder. Oh, ich hasse das. Kann ich hier rein? Ich glaube nicht. Oh. Da, ja, so geht's auch. Aber das wollte ich gar nicht. Hey, das ist meine Ratte in Ruhe. Was willst du? Du bist hackt hier. Die gehen alle da rein. Was soll das denn hier da rein? Hä, hey, nette Ratte. Magst du Ratten? Ja, am liebsten in einer Weißweinsoße. Naja, ich liebe Ratten. Ratten sind sehr intelligente Wesen. Zum Beispiel intelligenter als Freddy. Ja, man erzählt sich sogar hier die Geschichte, dass eine Truppe Ratten ein Schiff von Monkey Island hierher gesegelt haben. Nein, das stimmt so nicht. In Wirklichkeit war es eine Herde Affen. Was, eine Herde? Horde? Ist egal. Nein, dumme Affen, was geht? Du stammst auch von Affen ab? Das ist ja fantastisch. Ich finde das fantastisch. Aber wahr. Als sie hier ankamen, haben sie das Schiff für einen guten Preis verkauft. Das war das einzige Mal, dass Standby einen Handel den Kürzeren gezogen hat. Ich bin sicher, es waren Ratten. Kennt ihr Jungs diesen seltsamen Kerl dort auf der anderen Straßenseite? Willst du eine Karte kaufen? Unsere Karten sind Top-Qualität, nicht wie das Altpapier, das der Clown drüben anbietet. Nein, war nur ein Witz. Die sind in Wirklichkeit Kopien der Tagesordnung des letzten Treffens der Piratengewerkschaft. Die wollen die Leute nicht mal geschenkt. Willst du eine? Nein, aber wenn ihr mir 2 Goldstücke geben würdet. Gut, das klingt fair. Okay. Wie geil. Sag mal, seid ihr Jungs Piraten? Nein, wir sind keine herumziehende Zirkustruppe. Aber die Ratte hat den Elefanten verjagt. Halt den Mund. Natürlich sind wir Piraten. Solche Klamotten kriegt man nicht von der Stange. Was willst du? Was ist in dem Fass? Rum, Marmelade. Er guckt schon wieder. Marmelade rum. Rum und Marmelade. Ein altes Piratengeheimrezept. Ich interessiere mich sehr über diese Piraterei. Was willst du? Warum steht ihr hier rum und seid nicht auf einem Schiff rauben, plündern, brandschatzen und so? Nun, die Piraterei hat sich in letzter Zeit nicht sehr ausgezahlt. Da sind ein paar unheimlich begabte Piraten in diesem Gewerbe mit dem Hauptquartier auf Monkey Island. Also suchen wir nach Alternativen zur Verbindung des Lebens. Unterhalt. Wir wollen zu einem Zirkus. Klappe. Klappte ganz gut, bis die Ratte den Elefanten verjagt hat. Jetzt sind wir deprimiert. Geh heim. Ich will an das Fass.
Männer ohne Moral. Ich hab doch nur drauf gezeigt. Ich warne dich nicht nur einmal. Lass die Ratte zufrieden. Ey, Mann. Frank, zieh meins über. Oh nein, die Ratte. Nun sieh dir an, was du angerichtet hast. Ja, dann lauft doch der Ratte hinterher und dann kann ich da gucken, was in dem Fass ist. Urban, jedenfalls haben wir schon 15 Minuten voll, wie die Zeit einfach nur vergeht. Wir haben gleich schon 11 Uhr, was geht hier? Naja, jedenfalls. Was hier für Piraten rumlaufen. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr diesen Part geschaut habt und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr noch den nächsten Part schauen würdet. Seid doch nächstes Mal dabei. Arr, arr und yo ho. Bis zum nächsten Mal. Eure Linschen 93. Tschüss.